So, einen kleinen Moment. Ja, das sollte so stehen. Hallo, ich grüße dich. Willkommen zu einem Zahlenvideo hier in der freien Natur. Wunderbares Wetter, genau, Wochenende, heute Sonntag. 12.26. Das Thema wieder einmal über die sogenannte Lebenszahl. Einfach wieder mal, weißt du, das ist ja so in so vielen Köpfen, also sobald halt die Numerologie oder die Numerologie fällt, das Thema Numerologie, dann kommt halt vielen, gerade die sich nicht ja, nicht so stark beschäftigen, es kommt halt sofort diese Lebenszahl, diese sogenannte Lebenszahl in den Kopf. Ja, du weißt es sicher, also wenn du schon länger dabei bist auf diesem Kanal, dann weißt du es natürlich. Ich habe schon ein paar Mal darüber gesprochen, aber wie ich immer wieder sage, es gibt einfach mal Wiederholungen und das kann man auch wieder mal etwas ergänzen oder man kann etwas anders betonen und so. Ich möchte einfach auch wieder mal sagen, ich habe, auch wenn ich manchmal mich ein bisschen lustig mache, ja, über diese sogenannte Lebenszahl, weil ich natürlich mit einer ganzheitlichen Numerologie arbeite, die eben weit, weit, weit mehr kennt. Und ich sage dir ja auch immer wieder, du bist weit, 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 weit mehr als nur diese Grundzahl. Also du bist auch dein Geistbild, dein Seelenbild, Körperbild, solaren Zahlen. Du hast deine drei wichtigsten Geburtstagszahlen oder deine drei wichtigsten Zahlen. Also meiner Meinung nach, das, was ich jetzt seit 32 Jahren intensiven Studium sehe, ist einfach die drei wichtigsten Zahlen, die Tageszahl, Monatszahl, Jahreszahl. Aber selbstverständlich ist auch die Grundzahl der Quersumme. Das ist eben, falls du nicht weißt, was in vielen Kreisen als die sogenannte Lebenszahl gilt. Das ist eben die Grundzahl deiner Quersumme. Also wenn du jede einzelne Ziffer deines Geburtsdatums zusammenzählst, inklusive Jahrtausend- und Jahrhundertzahl. Ja. Also bei mir ist es ja so, ich bin am 19.04.1963 geboren. Also 19.04.1963 und ich habe die Quersumme 33 und das gibt dann eben die Grundzahl 6. So, ja. Ja, die hat eine Berechtigung, übrigens eine sehr wichtige Zahl, um auf die genialen Bilder zu kommen. Also ohne diese Grundzahl, was eben in vielen Kreisen als Lebenszahl gilt, könnte ich gar nicht vollständig das Geist, Seelen- und Körperbild erstellen. Ja, das ist wahr. Ja, das ist sicher gut. Also das ist, für mich ist diese Zahl eben mehr Mittel zum Ziel oder Mittel zum Zweck als endgültiger Schlusspunkt, oder? Ich meine, gut, du musst ja zugeben, also falls du mir das erste Mal jetzt zuhörst auf diesem Video oder einfach zum ersten Mal auf diesem Kanal bist, muss ja zugeben, dass es langweilig wäre, eine Numerologie zu betreiben, die nur diese einzige Zahl kennt. Ja gut, vielleicht noch die Quersumme, die ja vorher kommt, oder? Darum ist für mich auch noch ein Stück wichtig, weil es ist ja vorher, also die Grundzahl entsteht ja aus der Quersumme, darum schaue ich eher noch lieber die Quersumme an, aber trotzdem auch diese Grundzahl. Ich möchte sie eben nicht überbetonen, weißt du, das, was ich immer wieder sage. Ich möchte nicht sagen, diese sogenannte Lebenszahl ist ein und alles. Oder, weißt du, sagen, also von dieser Lebenszahl hängt dein Leben ab. Ja? Also diese Lebenszahl, also diese Grundzahl der Quersumme, deine Quersumme, also die bestimmt es dein ganzes Leben oder das ist es, die einzige Zahl in deinem Leben und du musst, also ohne diese Zahl geht jetzt gar nichts. Eben, das würde ich jetzt eben genau nicht sagen. Es ist einfach ein weiteres Puzzlesteinchen, ja. Und es ist auch so, dadurch, dass ich jetzt, ich habe mein Beispiel gesagt, dass ich habe die Grundzahl 6, oder? Also ich hätte jetzt sozusagen eben in vielen Kreisen, die das immer noch so handhaben, also wäre meine Lebenszahl jetzt die 6. So, natürlich ist es gut, diese 6 anzuschauen, versuchen zu leben. Ich sage immer, das ist eine weitere wichtige Aufgabe, die zu erfüllen ist. Aber es ist nicht die ultimative Lebensaufgabe für mich. Du siehst ja, wenn du an meine Seite gehst, lebensgestaltung.ch oder auch auf meinem YouTube-Kanal, siehst du auch immer wieder, oder auf dem Thumbnails, du siehst ja immer wieder auch dieses ganzheitliche Geburtsbild. Ja. Eben, also diese Grundzahl, ja, sie ist berechtigt und
Du darfst versuchen, diese Grundzahl zu leben, einfach zu integrieren. Allerdings einfach, was ich eben da auch immer wieder gern sage, diese Grundzahl ist besonders dann wichtig für dich, ja, wenn du diese Zahl auch in deinem Geburtsdatum hast. Also bei mir ist es diese Grundzahl 6 tatsächlich wichtiger, ist noch eine Stufe wichtiger, weil ich die 6 auch im Geburtsdatum habe. Also hast du zum Beispiel die Grundzahl 6 wie ich auch, ja, die Grundzahl 6 von der Quersumme, zum Beispiel durch 24, 6 oder eben wie ich 33, 6 oder 42, 6 oder 20, warte jetzt mal, was geht noch, 23, 24, 17, 15, 15, 6, genau und so weiter, ja. Also, was wollte ich jetzt sagen? Habe ich es wieder vergessen. Ja, also solltest du das, ja, jetzt weiß ich es wieder. solltest du die 6 als Grundzahl haben, aber keine 6 im Geburtsdatum, glaube mir, dann kannst du das auch gewissermaßen ein bisschen vernachlässigen. Dann ist diese Grundzahl oder eben in gewissen Kreisen Lebenszahl, dann ist sie auch nicht so, also so entscheidend wichtig. Ja? Wie gesagt, ein Puzzlesteinchen und klar darf man diese fördern und ich will sie auch, ich verneine sie nicht und ich will sie auch nicht verneinen. Ich will nur immer das Ganze so ein bisschen relativieren, weil schaue dir das geniale Geburtsbild, Grundbild an, was es da gibt und welche interessanten Bilder und Dinge und so Zahlen da auch noch vorhanden sind. Oder ja, also du kannst es bei vielen, also in meiner Arbeit sehen. Ja, okay, also das war's im Prinzip schon wieder. Ich wollte einfach wieder mal darüber sprechen, weil das ist einfach sehr wichtig für die Leute zu wissen, ja, eben diese Grundzahl der Quersumme, diese Lebenszahl, wie entscheidend, wie wichtig, wie bedeutsam ist diese. Und ja, auf alle Fälle wünsche ich dir sehr viel Freude mit deinen eigenen Zahlen und ich kann dir einfach sehr gerne empfehlen, meine Dienste in Anspruch zu nehmen. Also das heißt, ich bin dein ganzheitlicher Numerologie-Experte, 32 Jahre lang Erfahrung, habe inzwischen tausende von Geburtsbildern erstellt, ja, kann dir von A bis Z deine Möglichkeiten, Stärken, Potenziale, speziellen Tätigkeitsfelder, spezielle Lebensaufgaben, gesundheitliches, kann dir das von A bis Z vermitteln. Da gibt es verschiedene kleinere und größere Beratungsangebote, aber auch, falls du dich in diese Numerologie vertiefen wirst, vom einfachsten Selbststudiums-Numerologie-Kurs bis zum komplexesten, teuersten, also da ist alles dabei. Komme einfach auf mich zu, falls du denkst, ja, das wäre jetzt, du möchtest durch mich da geführt und begleitet wissen, so, also dann arbeiten wir zusammen. Also gibt's viele, viele Möglichkeiten, check meinen Shop, meinen Online-Shop auf lebensgestaltung.ch und ja, eben weiterhin viel Freude mit den Zahlen und bis ein anderes Mal. Dankeschön fürs Hinsehen, Hinschauen